200, aber so kann ich das gar nicht nach Neutitingen auch ein paar Feuerwehrautos schicken, weil ihr wisst ja, da habe ich ein Brandproblem. So, oh. Böses Smiley. So, ich habe 5 im Überschuss. Ich schicke euch mal 2 und von meinem Mülllaster schicke ich euch auch mal ein paar, nämlich 6 Stück. Ich denke, ich sollte reichen. Medizinisch kann ich euch einen Krankenwagen schicken und 5 Polizeiautos. Komm, das geht. Genau, dann gehen wir wieder nach Neutüttingen, dann müsste das alles wieder super toll sein. Hoffe ich zumindest, nicht, dass wieder alles abfackelt. Dann kann ich ja in Neutüttingen jetzt die Feuerwehr eigentlich abreißen, oder? So rein in der Theorie... Na ja, gut, bist du immer rüberfahren. Akkulogie freigeschaltet. Da ist schon wieder Feuerwehr unterwegs. Wo brennt's denn? Nirgendwo, du fährst nach Hause. Gut. Ist immer gut, wenn es nirgendwo brennt. Verbrechenswelle. Ja, ist okay. Die Beamten aus Klötenhausen sind unterwegs. So, was hast du denn wieder? Müsstest du wieder das... Nein, du baust mir das Ding nicht. Geh weg. Verrückter kleiner Strolch, du. So, hoher Bedarf an Wohngebieten. Das sieht allerdings sehr legitim aus. Ich baue jetzt erstmal die Straße aus. Moment. Die Müllhalde in Klötenhausen nimmt Neutüttingen einen Teil des Mülls ab. Das ist gut. Das ist gut, dass ich hier keine Müllprobleme bekomme. Ich wollte jetzt eigentlich die Straße erweitern. Was habe ich denn hier? Mittlere Dichte. Mittel. Hoppala. Ups. Hier ist Mittel, hier ist Niedrig. Das bauen wir aus. Das bauen wir auch aus. Und auch meinen ganzen Kredit versterbeln für Straßen. Hier das kleine Stückchen auch noch. Genau. Hier oben haben wir noch die Niedrigen. Ja, das bauen wir auch alles auf aus Mittel. Genau, hier eine schöne Straße zimmern und hier auch. Und hier natürlich aus. Dann bauen die da nämlich wieder aus. Umleitung von Abwasser nach Klötenhausen. Job's done. Mittel. Und Mittel, genau. Habe ich da jetzt alles erwischt da oben? Sieht fast so aus. Nein, da ist eine Straße, die habe ich übersehen. Oh, was bin ich für ein Bürgermeister. So, jetzt aber. So muss das sein, da geht das Leben wieder seinen geordneten Weg. Der Bus ist total schon wieder überfüllt. Hier sollte ich auch mal besser ausbauen, stelle ich gerade fest. Ihr Leute seid die Zukunft. Deswegen will ich nicht so sein. Der Krankenwagen von Klötenhausen kommt mit Blaulicht zu Hilfe. Er ist ja nur 10 Kilometer entfernt, aber wenigstens kommt jemand. Müllwagen aus Klötenhausen versuchen, Neutüttingen sauber zu halten. Ja, das lasse ich mir einiges kosten. Das muss funktionieren, Leute. Und ich spiele schon wieder in Schildkrötenmodus. Ich denke mir gerade, warum ist alles wieder so langsam? Wo bleibt mein Geld? Straßenausbau, das kostet alles Geld, das muss finanziert werden. Polizeikräfte aus Klötenhausen schützen Neutüttingen die Straßen. Ja, so ist es gut. Feuerwehr fährt auch schon wieder. Was fackelt denn diesmal ab? Ein Haus, da hat die Frau wieder versucht zu kochen, das hat nicht geklappt. Stromversorgung durch Zakon aus Klötenhausen, das ist auch gut. Und die Leute bauen aus, sie sind glücklich. So. Was habt ihr jetzt unten wieder für Schmerzen? Herr Bürgermeister, ich denke, es ist an der Zeit, diese Baracke durch ein etwas imposanteres Feuerwehrhaus zu ersetzen. Ja, kostet auch überhaupt nicht. Kostet ja gar nichts, oder? Was haben wir hier?
Ich sag's Ihnen ungern, aber die Kriminalität wird hier langsam zum Problem. Hallo? Die Klötenhausener Beamten sind auf dem Weg. Was willst du denn? Sie tun alles für euch. Ja, würdest du eine Uni bauen? Hallo? Bestehe ich aus Geld? Das sieht im Moment nicht so gut aus für Tittingen. Neue Tittingen. Will ich mal so meinen. So, ich könnte noch mal ein paar Schulbus-Täfelchen aufstellen. Achso, habe ich schon. Aber hier oben fehlt noch eins. Hier fehlt auch noch eins. Normale Busstation brauchen wir ja auch, sonst kommt hier wieder keiner hin. Wenn es dann mal wieder dran ist, mit der Freundin Kaffee zu trinken, es gibt keine Busstation, dann meuchelt man wieder den Bürgermeister und typisch Frau. Ja, jetzt wollt ihr auch noch Krankenhäuser oder was? Verletzte Sims. Ja, wenn sie verletzt sind, ist es eh schon zu spät. Oh, da sind die Müllwägen aus Klötenhausen. Zieh ich an. Schön blau, fahren durch die Straßen, halten die Straße sauber. So machen die das zu dem hier einfach um. Muss achten die Verkehrsregeln in Neutüttingen. Aber das ist egal. Hier liegt überall Müll rum. Deswegen fahren hier auch Mülllaster durch die Gegend. Hier, diese blauen Autos sind alles Mülllaster. Du hast doch eine an der Waffel, mein Freund. Eieiei. Das kann so nicht weitergehen. Hier, überall Mülllaster. Schon wieder den Bus verpasst. Eieiei. Ich sollte vielleicht mehr Busse bauen. Wartezeiten von 15 Minuten, das könnte ein bisschen hoch sein. Ich stelle mal ein so ein Ding hin. Dann habe ich jetzt 6 Shuttlebusse, also plus 3 mehr. Das könnte ja fast funktionieren. Wir sind alle dieselbe Straße runterfahren. Und da dreht sich hier wieder um. Hallo? Seid ihr betrunken oder was? Ja, wenigstens halten sie die Stadt sauber. Ich meine, dann ist das schon okay. Da ist das schon okay. Ja, hier geht's nicht weiter, Jungs. Ihr müsst die umdrehen. Wir müssen alle dieselbe Straße runterfahren. Könnt ihr eine Plastiktüte vergessen haben oder so? Naja. Oh, ich habe fast kein Geld mehr. Oh, oh, oh. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Fähre hätten, die übers Wasser gleitet? Nachfrage Gewerbegebiete ist überhaupt nicht vorhanden eigentlich. Hoher Bedarf an Wohngebieten. Schön. Interessiert mich das? Nee. Überhaupt nicht. Ich brauche irgendwas an Grünstreifen. Damit sich die Leute verpuppen in die nächste Evolutionsstufe. So Pokémon-mäßig. Niedrige Baumreihe. Das hört sich doch toll an. Aber wo soll ich das hinbauen? Das ist die Frage. Hier so. Tut's. So, ich hoffe, das macht euch glücklich, ein paar Büsche zu sehen. Tatsache. Und schon bauen die neue Häuschen. Beziehungsweise die nächste Stufe. Da kann ich gleich mal die Steuern hochschrauben für die nächste Stufe. Alles 10%. Von irgendwas muss man schließlich leben. So, es geht bergauf. Die Industrie hat sich erholt. Die Brände haben sich gelegt. Dank Klötenhausen. So ist es schön. Wäre es nicht toll, wenn? Ja, wenn wir eine Fähre hätten. Du mit deiner Fähre. Dich erschlage ich jetzt dann. Reiß ich dein Haus ab. Gott geht's hier zu. Was ist denn jetzt kaputt? Ach, da ziehen neue Leute ein. Ach ja. Ach, hier sind das viele. Ich denke, mein Verkehrsnetz wird das nicht lange tragen können. Obwohl, das ist alles grün eigentlich. Ja, die sind hier alle eingezogen in den neuen Schönhausen. Schweinkerzhaushalt. Bürgershaushalt. Buschmannshaushalt. Lügenshaushalt. Bärzhaushalt. Und Dienshaushalt. So ist es schön. Ich könnte jetzt wirklich einen Kaugummi gebrauchen. Ja, kauf halt einen. Wo ist denn das Problem? Was haben wir denn jetzt? Diese Stadt stinkt und zwar richtig. Beseitigen Sie den Müll. Später. Ich warte, bis du dich darin suhlst, ja. Der Müll ist doch eh beseitigt. Das holt doch Klötenhausen ab. Da 541 von 638. Das darf sich aber nicht aufregen.
Mein Gott, der eine Haushalt hat 3 Mülleimer vor dem Haus stehen. Deswegen führst du dich auf da in deinem Dingsbumshaus. Die Stadt stinkt. Da, er hier. Nee, da. Das ist doch ein verlassenes Haus, oder? Bots. So, ist das Müllproblem auch gelöst. Ich reiß das einfach weg. Das ist mir egal. Ich reiß die Dinge einfach weg. Ich habe wieder 7000. Das heißt, ich könnte die Straße hier upgraden. Was ich auch machen werde. Der Krankenwagen von Klötenhausen kommt mit Blaulicht zu Hilfe. Das ist gut. Da vorne brennt. Dann spritzen sie wieder mit Wasser rum, weil ich habe ja das Geld. Kostet ja nichts. Kommt ja aus der Wasserleitung, ne? Kennt man den Spruch. Brandstifter aus Klötenhausen bedrohen hiesige Häuser. Polizei, Polizei. Ist natürlich wieder nicht da, die Polizei, wenn sie braucht. Sollen wir sagen, doch, Zerkorn aus Klötenhausen. Es sind immer dieselben Texte irgendwie. So, mein Verkehrsnetz steht so einigermaßen. Was geht's denn da unten so zu? Was macht ihr denn da? Seid ihr da? Ach, das Busunternehmen. Umleitung von Abwasser nach Klötenhausen, das ist gut. Bürgermeister, wir brauchen unbedingt mehr Busse. Himmel noch eins, wir kommen uns schon vor wie die Sardinen in der Öldose. Ich hab doch mehr Busse gebaut, was willst du denn noch? Ja, gut, für 1000 Bürger? 6 Busse? Habe aber kein Geld dafür, lieber Einwohner. Kostet 7000, wenn du das finanzierst, baue ich's. Ich meine, habe ich kein Problem damit, aber... Das willst du wahrscheinlich auch nicht so, wie ich dich kenne. Der heizt auch schon wieder ein, mitten im Sommer. Der spinnt doch. Der hat doch einen Knacks. Alles klar, wie sieht's denn mit dem Wasser aus? Ihr habt alle was zu trinken. Das ist gut. Wie sieht's der Strom aus? LAN-Partys könnt ihr schmeißen, wenn ihr wollt. Strom ist vorhanden. Die Kacke wird abgepumpt. Das ist auch gut. Müll ist auch keiner vorhanden. Ja, wunderbar. Wunderbar. 14 Brände hatte ich hier in Neutittingen. Schön. Was haben wir denn hier? Das Busnetz kommt. Komme ich in der Stadt von A nach B ohne den Verkehr stecken zu werden. Oh! Da brennt schon wieder. Hä, warum zündeln denn diese vielen Klötenhausen? Hatte ich fast keine Brände. Torbens Neureifen. Ja, wunderbar. Eieiei, ich hätte nie gedacht, dass wir schwer wäre. Gut, die Managers werden. Wie sieht es denn eigentlich in der Schule aus? Kann ich da noch was machen? Ich könnte vielleicht einen Bus bauen für die Schüler. Dann würde ich da vielleicht mehr Schüler bekommen, ja? Sprich, mehr Schüler, bessere Arbeitskräfte für die Industrie. So der Gedanke daran irgendwie. Ich könnte hier ein Recyclingzentrum bauen. Das habe ich nämlich in Klötenhausen nicht. Oder es kostet 110.000 oder 111.000. Und eine große Feuerwache. Bam. Chirurgiezentrum habe ich in Klötenhausen auch nicht. Polizeirevier der Zukunft habe ich auch nicht. Bücherei. Gymnasium. Ich muss die Autobahn weiter ausbauen. Das nervt mich richtig. Hauptstraße mit hoher Dichte. Zu wenig Simoleons. Ne, die baue ich jetzt nicht aus. Ich spare mir jetzt das Geld. Warum bleiben die jetzt auf den Level? Sie haben einen Park, sie haben hier eine Schule. Sie haben hier einen Park. Sie haben Einkaufsmöglichkeiten. Sie wollen aber auch nichts außer wohnen. Hoher Bedarf Wohngebiete. Ja gut, dann baue ich halt noch Wohngebiete. Mein Gott, bist du penetrant. Eieiei. So, wieder meine guten Ghetto-Straßen. So. Mehr Bedarf nach Wohngebieten. Tschuk, tschuk, tschuk.
bauen wir da hier auch gleich noch mehr Wohngebiete. Zack. Beziehungsweise hier einen Gewerbezweig. Dann können die Leute hier shoppen, bis sie schwarz werden. Hier noch ein paar Wohngebiete. So, müsste das doch einigermaßen funktionieren. Was hast du für ein Problem? Ein Kurzschluss. Oh je. Besuch aus Kötenhausen pendelt zum Einkaufen und zu den Läden der Stadt. Das ist schön. Warum brauchen die so lange, um so ein kleines Holzhaus zu löschen, hä? Es ist nur Holz. Ich bin noch so dumm, in einer Stadt mit so vielen Brandproblemen zu leben. Ich kann ja auch nichts dafür, was soll ich machen? Ich frage mich auch, warum es hier so viel brennt. Das kann man doch irgendwie verhindern, glaube ich. In Kötenhausen hatte ich das Problem nicht. Ja, Müllbeseitigung, sieh mich auf. Gott, damit du endlich Ruhe gibst. Es wird ja eh alles abgeholt. Da, guck, das sind eh schon mit dem Mülllaster. Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Ih, der findet Kacke. So, wie sieht's jetzt hier drüben aus? Habe ich immer noch Bedarf nach Wohnung? Nee, du bist sogar einmal still. Das ist schön. Schön, schön, schön. Krankenhaus wäre nicht verkehrt. Oder eine super fette Chirurgie für 120.000, was ich mir eh nicht leisten kann. Ah, Kinder gehen in die Schule. 24 von 350, das extra Klassenzimmer hat sich total gelohnt. Muss ich jetzt schon mal sagen. Und ich brauche mehr Busse. Beziehungsweise Busstationen. Damit die Leute von A nach B kommen. So muss es sein. So war es schon immer. Oh, Verzeihung. Falls man das gehört hat. Das wollte ich nicht, dass man mich rülpsen hört. Um so spät in der Früh. Gut. Wir haben Busse. Neue Leute ziehen ein. Das ist ja auch schon mal ganz praktisch. Hier haben wir einen Burgershop, einen Pizzastopp. Einen Autoverkaufshaus, Stelle, Geschäft, Gartenhaus, Zaun. Und die Dinger fahren wieder weg. Über die Autobahn. Tschuck, raus aus meiner Stadt. Ich meine, seid ehrlich, wer möchte von euch nicht in Neutittingen leben? Das ist doch so ein schönes, so eine schöne Stadt. Neutittingen. Wunderbar. Was ist denn das? Einfacher Gehweg. Nee, wir wollen sowas. Park mit geradem Pfad. Was soll ich denn jetzt sonst hinbauen? Was kostet das eigentlich? 40 in der Stunde. Von Bäumen gesäumter Weg. Der ist nirgendwo führt. Raus ins Wasser. Ich könnte hier einen Sportfußballplatz. Nee, das ist zu groß. Krankenwagen von Klötenhausen kommen mit Blaulicht zu Hilfe. Großer Skaterpark. Nee, ich habe keine Skater. Ich mag keine Skater. Groß, ja, okay. Ich bin mal so human und paar Skaterpark. Yeah, Volleyballfeld für die Mädels. Und Basketballplatz für die Jungs. Genau. So, jetzt sind alle versorgt. Hier die coolen Skaterkinder, hier die Jungs und hier die Mädels. Und dann wird hier auch fleißig wieder ausgebaut. Guckt euch an. Umleitung von Ausfahrt. Ich würde gern zur Uni gehen. Will aber dafür nicht quer durch. Ja, die können ja jetzt von Neutittingen zur Uni gehen in Klötenhausen. Müssen aber hier quer durch die Welt. Allerdings kostet eine Uni 88.000 und 1.600 in der Stunde. Und das kann ich mir nicht leisten. So, baut aus, meine Kinder. Puff. Und schon steht ein neues Haus. Oh, ich habe die 1.000 geknackt. Ich habe auch Besucher in der Stadt, das ist super. Ich muss meinen Kredit auch noch zurückzahlen, oder? Ja, boah, noch 40.000. Natürlich nicht so toll. Ist da überhaupt jemand in dem Ding? Ein Einwohner, ein Kind? 0, 3 und 6, okay. So ist es schön. Hier brennt es wieder, oder? Nee, toll, dass wir jetzt eine Feuerwache haben. Finde ich auch. Finde ich total knorke, hä?
Darknocke. Sind echt das da hinten für zwei Gebiete von anderen Spielern oder was? Graceland und Wagenfluss. Wir können noch ein paar von euch mitmachen, wenn einer will. Titanien. Einfach joinen. Da können wir Nachbarn sein, wenn ihr wollt. Falls einer SimCity spielt von euch. So, was haben wir denn hier? Oh! Werden sie uns bis zu 2000 Einwohnern beschaffen, können wir einen Kleinstadt gründen. Ja, mache ich. Warum wird hier schon wieder demonstriert? Müllabfuhr. Die Leute protestieren, der Grund keine Müllabfuhr. Ihr kommt aus der anderen Stadt und ihr wisst es noch nicht. Oh, da ziehen neue Leute ein. Und alle haben sie, bis auf er. Er muss natürlich anders sein. Er braucht keinen roten Schornstein. Die anderen haben alle rote Schornsteine. Er braucht den Orangen. Du, mein Freund, wirst bestimmt gesteinigt in der Öffentlichkeit. Was haben wir hier? Oh, seht euch all die schicken Sachen an, die ich kaufen kann. Ja, deswegen habe ich auch Einkaufsläden gebaut, dass du schicke Sachen bauen kannst. Da gehen Leute auf Pilgerfahrt. Am Reifencenter vorbei, Burgerladen vorbei. Ich glaube, die suchen sich neue Wohnungen hier oben. Ja, das sieht fast danach aus. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann suchen sie noch heute. So erzählt man sich das zumindest. So, wisst ihr was? Ich baue jetzt hier trotzdem mein Krankenhaus. Verletzte Sims. Ich baue das hier oben. Ups. Und gleich bauen hier wieder Leute ihre Häuser aus. So. Kommt natürlich ein Schild aufs Dach. Haha, Krankenhaus. Stadtklinik. Ja, der Rest ist zu teuer. 8 Tote pro Tag. Ja gut, die Klinik für die Grundversorgung reicht eigentlich, weil die Krankenwägen kommen ja aus Klötenhausen. Von dem her? Jetzt müsst ihr nur noch die Straße ausbauen. Der Skaterpark fällt total auf da unten mit dem Wupp Wupp. So, sieht doch schon mal ganz schön aus, die Stadt, oder? Kann man wirklich nicht meckern. Rote Feuerwehr. Industrie. Da wird die Kacke frisch gemischt. Die Straßen sind noch leer. Mehr oder weniger. Ja, hinten wäre es ein bisschen dichter. Aber nur ein bisschen. So. Leute, jetzt gibt es keine toten Menschen mehr. Patientenbehandlung einer von 10? Da hat wohl einer Malung Klauenseuche. Habe ich da jetzt niedrige Straßen? Ne, ich habe mittlere Straßen schon. Teuer, das würde ich sehen. Yoda, der Bürgermeister. Genau. Okay, wir tasten uns ja schon mal so langsam in die Richtung. So, jetzt muss ich wieder sparen. Gut, gut, gut. Sieht fast aus wie eine richtige Stadt. Da brennt schon wieder. Sollte ich vielleicht doch selber eine Müllabfuhr bauen? Fragen über Fragen. Kläranlage. Recycling. Oh, kostet 9000 das Ding. Das ist mir zu teuer. Schule oder so lasse ich mir ja eingehen, aber der Rest... Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was brauchen wir? Brauchen wir Wohnungen? Hoher Bedarf. Es gibt unbesetzte Arbeitsplätze, für die weiteren Einwohner gebraucht werden. Wenn sie weitere Wohngebiete ausweisen, haben die neuen Bewohner gleich Jobs. Ja, was meinst du, was ich hier unten überall baue? Baue ich eh schon so viel aus. Ne, hier kann ich nicht hinbauen. Hier wird ja das Ding erweitert später. Irgendwann. Hier kann ich wieder keine Straße hinzimmern, weil Krankenhaus und so. Okay, ich könnte natürlich hier so rüber bauen, aber...
Das ist ein Böllenweg. Ah, da könnte ich gleich so ziehen. Ah, habe ich auch nicht gewusst. Okay. Wenn ich jetzt noch so... Ist der was? Ich baue hier einfach...